Damals habe ich gesagt, Bundeswehr, auf gar keinen Fall. Du? Ja, ganz Schluss. Ich habe damals auch, als ich mich dazu entschieden habe, mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht. Okay, krass. Ich will emotional unabhängig sein und will halt mich darauf fokussieren. Wie tief bist du dann da unten? 54 Meter maximal. Wow, 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 wow. Man muss halt gucken, sind jetzt gerade noch andere Boote irgendwo. Dann kommt ein Countdown und dann ist es wirklich, ja, ich sag mal, wie in so Filmen. Hast du nicht irgendwo in dir dann Schiss, dass dich das in der nächsten Sekunde komplett zerfetzen könnte? Und wäre es dir dein Leben wert, wenn du dann bei so einem Einsatz sterben würdest? Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und wir treffen heute einen Minentaucher. Aber bevor es losgeht, kommen wir auch heute erstmal zum Faktencheck. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs versenkten deutsche Truppen tonnenweise nicht mehr gebrauchte Munition in der Nord- und Ostsee. Darunter waren Bomben, Torpedos und Seeminen. Nach Schätzungen lagern ca. 1,6 Millionen Tonnen Munition und ca. 5000 Tonnen chemischer Sprengstoff in deutschen Gewässern. Minentaucher suchen und entschärfen genau diese. Die Ausbildung zum Minentaucher ist aber alles andere als leicht. Die Abbruchsquote liegt bei ca. 80% und von den Auszubildenden schaffen nur wenige die Ausbildung letztendlich. Das war's jetzt mit dem Faktencheck, Freunde. Ihr könnt natürlich noch diesen YouTube-Kanal aktivieren und die Glocke abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben, für die Unterstützung. Und ich würde sagen, wir haben genug geredet. Wir gehen los und treffen Christian. Hallo, hallo, hallo. Moinsen, Leroy, grüß dich. Hallo, Christian. Alles klar soweit? Ja, passt. Und selbst? Schön. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ja, moinsen, Leute. Mein Name ist Christian Prange. Ich bin seit 9 Jahren Minentaucher und davon seit 3,5 Jahren als Minentaucherausbilder zuständig und bilde den Minentauchernachwuchs der deutschen Marine aus. Ja, Minentaucher klingt erstmal nach viel Wasser und Explosionsgefahr. Das passt gut, ja. Das passt gut, ja. Okay, da werde ich dir heute natürlich einige Fragen zu stellen. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest oder darfst, dann musst du das nicht. Aber ich freue mich, die Leute auch, wenn wir dich heute kennenlernen. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Perfekt, let's go. Christian, dann lass uns doch mal von Anfang. Hattest du schon immer den Traum, den Berufswunsch, Minentaucher zu werden? Meine Eltern tauchen seit 35 Jahren circa und dann habe ich mich gefragt, so nach dem Abi, letzte wehrpflichtige Jahrgang, das heißt, ich habe eigentlich Zivildienst gemacht. Damals habe ich gesagt, Bundeswehr, auf gar keinen Fall. Du? Ja, gar nichts. Okay. Hab dann letzten Endes eine Doku gesehen über die Minentaucher. War zu dem Zeitpunkt lange nicht so sportlich wie heute, aber habe mir damals gesagt, okay, die Herausforderung, das würde ich gerne mal ausprobieren und einfach mal gucken, wo sind meine körperlichen Grenzen und halte ich diese Ausbildung stand. Ja. Okay. Und das war das, was mich motiviert hat, einfach dieses Tauchen quasi, mein Hobby, was ich vorher schon zivil gemacht habe, zum Beruf zu machen. Ne? Ja, vielleicht ist das hier die Doku, die andere dann wieder dazu bringt, Minentaucher werden zu wollen. Mhm. Wie alt warst du da, als du wusstest, okay, das wird mein Traum jetzt? Ich glaube, als ich mich entschieden habe, war ich so 21. Ja, mit 21 so grob entschieden. Dann ging es auch alles relativ schnell, ne? Also wirklich dann beworben. Dann hat es, glaube ich, noch ein Dreivierteljahr gedauert mit der Einsteuerung, weil du musst ja so ein paar Vortests machen, Sporttests, so ein bisschen ärztliche Untersuchungen, gerade fürs Tauchen. Jo, dann ging das relativ zügig los. Ich glaube, Januar 2013 dann eingesteuert worden. Ja. Eingesteuert? Also in die Bundeswehr quasi eingetreten. Ja. Okay, dann doch in die Bundeswehr. Was genau muss man können als Minentaucher? Oder was wurde da getestet? Ich sag mal, eine Grundfitness für unseren Job, auf die wir später in der Ausbildung halt auch aufbauen bei unseren Schülern. Mhm. Das heißt, du machst einen Lauftest, 5 Kilometer in maximal 23 Minuten, also ist machbar, wenn man jetzt ein bisschen übt. Mhm. So, dann schwimmen, 1 Kilometer in 24 Minuten, Bankdrücken mit 50 Kilo maximal oder mindestens 15 Wiederholungen, auch nichts Dickes, und halt Klimmzüge mindestens 6. Dann warst du ausgebildeter Minentaucher? Ich bin erstmal zum Bund gekommen. Und hatte die Grundausbildung, ging damals 3 Monate, direkt danach auf einen sogenannten Schwimmtaucherlehrgang. Das ist quasi, ich sag mal, der Grundtauchschein bei der Marine, beziehungsweise bei der Bundeswehr generell. Also das Seepferdchen der Bundeswehr. Das wäre jetzt ein bisschen hart gesagt, aber... Ja, am Ende des Tages. Aber letzten Endes kann man sagen, der spielt ein bisschen vielleicht mit rein. Okay, ja. Genau, man hat nichts für ungut. Wenn sich jetzt wahrscheinlich manche aufregen, kann sein. Ich habe gar keine Ahnung. Er hat es bestätigt. Also ja, es ist quasi so der Einsteiger, Ich sag mal so ein Open-Water-Tauchschein der Bundeswehr, sag ich mal. Und darauf baut dann die Ausbildung auf. Und direkt nach dieser Tauchausbildung, die ging 4 Wochen, waren nur in der Halle und 4 Wochen an Bord, also halt dann im Freiwasser, sind wir direkt danach in die Minentaucherausbildung gekommen. Mhm. Und die geht dann erstmal nur 5 Wochen nochmal in der Halle, weil wir andere Tauchgeräte haben als quasi dieser
Grundtauchlehrgang. Danach dann nochmal 3 Monate im Freiwasser plus Sprenglehrgänge, Landmunition, also Munitionskunde, dass man auch sowas an Land auch erkennen kann, wenn da was rumliegen sollte. Genau. Okay. Also wenn es da um so explosiven Kram geht, weiß ich nicht, das steckt ja irgendwo schon im Namen, aber dann warst du irgendwann fertig ausgebildeter Minentaucher. Was ist denn dein Job? Das musst du mir jetzt erstmal versuchen zu erklären, so in allen Facetten, weil okay, du bist dann grundsätzlich bei der Bundeswehr oder gehörst du dann schon zur Marine? Ich weiß es nicht. Marine ist ja ein Teil der Bundeswehr. Ist Teil Streitkraft. Ja. Alles klar, ich kenne mich mal wieder sehr gut aus. gut, du gehörst dazu, sagen wir es mal so, du hast die Uniform und dann wäre jetzt meine Vorstellung, ich fange einfach mal an, du gehst jeden Tag ins Wasser und guckst, ob da irgendwelche Minen liegen, siehst dann hoffentlich, ach, rund um die deutsche Küste liegen keine Minen mehr, tauchst dann wieder auf und machst Kaffee, Kuchen, Feierabend. Ja, ein bisschen anders. Also wir sind natürlich nicht jeden Tag am Tauchen. Wir werden auf ein Minenjagdboot versetzt, sage ich einfach mal, das heißt, wir gehen einfach nur an Bord als Team, das sind dann 4 Minentaucher. Und ein Minenjagdboot ist quasi, ist ein Marineboot, quasi ein Schiff, ungefähr 60 Meter Länge. Und da ist eine Sonaranlage und das heißt, die scannen quasi den Meeresboden. So, die kriegen natürlich bestimmte Suchfelder, fahren da in einem bestimmten Muster drüber, scannen quasi den Grund und wenn die einen Kontakt haben, also so ein Sonar kannst du dir vorstellen, wie das Leute halt aus den Filmen kennen, so ein Radar, ne? Ja. Wo du dann diesen grünen Schirm hast und dann siehst du so Punkte. Und das gibt's dann grob ungefähr so für unter Wasser. Du kriegst einen Kontakt angezeigt, auf jeden Fall, dass da ein Echo ist, was nicht vom Boden ausgesendet wird, sondern von einem Metall oder kann natürlich auch ein Stein sein, im Worst Case. Ne? Oder genau. Im Best Case. Na, das ist immer die Frage, wie man da drauf guckt, ja, die Perspektive. Aber okay. Aber letzten Endes ist es so, die fahren erstmal ihre Tracks ab, finden dann, geben uns Kontakte, wir hacken diese Kontakte oder wir packen die in ein GPS-System, gehen in ein Schlauchboot mit unseren Tauchgeräten und unseren Suchverfahren, die wir haben, und fahren dann mit dem Schlauchboot diese Kontakte an. Und dann tauchen wir an diesen GPS-Koordinaten runter und suchen halt das Objekt. Okay, crazy. Das heißt, du weißt, okay, du tauchst jetzt runter und im besten oder schlechtesten Fall ist dort eine fette Mine, ein Torpedo, was auch immer. Bomben kannst du halt so haben, ja. Was liegen geblieben ist, aber von wann? Also, genau, du hast nach dem Zweiten Weltkrieg, aufgrund der Demilitarisierung, die ja stattgefunden hat, musste ja die ganze Munition auch irgendwie entsorgt werden. Mhm. Ist natürlich schwer, wenn du das Zeug jetzt verbrennen würdest an Land, sondern das ist das Einfachste. Man schmeißt es halt einfach ins Wasser, dann sieht es keiner und ist halt weg. Es wurden zum Teil auch Fischerboote einfach nach Ladung bezahlt. Das heißt, die wurden vollgepackt mit Munition. Die fahren raus, die haben Position gekriegt, sogenannte Sperrgebiete, wo dieses Zeug verklappt werden kann. So nennt sich das, wenn die Munition einfach ins Meer gelassen wird. Das Problem ist dabei halt, die wurden nach Ladungen bezahlt. Und wenn du dann zum Beispiel in Kiel ist das, wenn du ein Sperrgebiet hast und du bezahlst einen Fischer nach dem Krieg, der halt auch irgendwo Mittel braucht, bezahlst du halt nach Ladung und du hast vielleicht mal Nebel oder schlechte Sicht, dann kann man halt auch schon mal anfangen, diese Ladung so ein bisschen vorher mal vom Boot fallen zu lassen, um vielleicht nochmal eine Tour mehr zu machen. Ja. So, und da, genau. Und das ist jetzt das Problem. Du hast halt in den ganzen Küstengebieten, also sowohl durch Kriegshandlungen, zum Beispiel in der Normandie in Frankreich liegt noch total viel rum. Das war ich selber auch mal unterwegs mit dem Team. Ach so, sogar außerhalb von Deutschland bist du? Ja, klar, sicher. Ja. Also wirklich weltweit, ja. Was suchst du denn als Bundeswehr-Minentaucher dann, weiß ich nicht, in der Normandie? Die haben doch sicher ihre eigenen Minentaucher, oder? Genau, das Ding ist ja, in Deutschland, du hattest ja gesagt, was so in diesen deutschen Gewässern ist. Also die deutschen Gewässer liegen noch voll mit Munition. Ne? Also Ost- und Nordsee ist, ich bin mir jetzt unsicher, ich glaube, es waren 1,4 Millionen Tonnen Sprengstoff, die da... Boah. Ich glaube, es waren 1,4 oder 1,6 Millionen Tonnen, nur deutsche Hoheitsgewässer in der Ost- und Nordsee. Das heißt, wir reden jetzt nur von der 10-Meilen-Zone von der Küste weg ins Wasser. Danach ist ja erstmal einfach nur internationales Seerecht. Und das, was du bei der Bundeswehr machst, ist halt, wir sind nicht für diese deutsche Zone zuständig. Da ist der Länderräumdienst für zuständig, Feuerwehr oder halt private Räumfirmen, die Munition beseitigen. Ach so. Die können zum Beispiel Amtshilfe stellen. Das heißt, die fragen uns, ob wir die unterstützen können. Das könnten wir auch mitmachen. Aber größtenteils ist unsere Aufgabe in einem NATO-Verband. Das heißt wirklich, dass wir mit anderen Nationen, je nachdem, wo man halt ist, ob man jetzt im Baltikum unterwegs ist oder ob man in der Nordsee ist oder Pazifik oder wo man auch immer unterwegs ist, dementsprechend ändern sich die Nationen, die mitmachen. Aber mit den Nationen geht man dann da quasi auf Munitionsjagd, sage ich einfach mal. Gut, das heißt, ihr ne, dann im NATO-Verbund, ihr düst dann so durch die Welt, vielleicht seid ihr aber auch von der deutschen Küste, weil ihr gebraucht werdet und dann zeigt das Radar an. Hier müsst ihr hin, ihr fahrt mit dem Schlauchboot hin, taucht runter und seht, alles klar, 6 Meter Torpedo. Von vor 70 Jahren, 75, 80 Jahren, wie auch immer.
Und das Ding ist aber doch noch voll mit Sprengstoff. Mhm. Also erstmal muss man dazu sagen, wenn wir runtertauchen, jetzt gerade Ost- oder speziell Nordsee, ist halt nicht mit, also nichts mit, wir tauchen runter und du siehst direkt alles. Also es ist halt nicht... Stimmt, ist ja, wird ja auch genau, dunkel, ist halt nicht, ne? Genau, ist halt nicht Ägypten, ich bin am Korallenriff und guck mir bunte Fische an bei uns, sondern du bist halt irgendwie, du springst rein und meistens wird es ab 10 Meter dunkel. Ne? Also dann ist halt wirklich, wir dürfen auch keine Lampen mitnehmen, weil wir amagnetisch unterwegs sein müssen, also antimagnetisch muss unsere Ausrüstung sein. Warum? Weil du die, weil viele Minen auf Magnetik reagieren, weil die auf Schiffe programmiert sind. Und du weißt halt nie, wie sensibel sind jetzt diese Minen eingestellt. Nehmen die einen Taucher schon wahr mit zwei Stahlflaschen auf dem Rücken oder nehmen die halt wirklich nur ein Kriegsschiff wahr, was halt drüber fährt? Und die können aber auch aus 100 Meter Tiefe, können die halt immer noch auf ein Schiff ansprechen. Das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen. Bei uns ist das nicht, also wir sind jetzt nicht James Bond, die runtergehen an eine Bombe, wie man das aus Film kennt, und wir schneiden irgendwelche Kabel durch, ne? Also das nicht. Okay, das, sondern, das nein, sondern wir tauchen eigentlich runter und das ist halt mehr so ein Topfschlagen-Feeling, sag ich mal. Du tauchst wirklich runter, du hast halt meistens keine Sicht und dann fühlst du halt. Und dann guckst du, also du hast halt den Schlamm, so du bist im Schlamm und dann fühlst du einfach nur, wo hast du was. Wie tief bist du dann da unten? 54 Meter maximal. Oh, wow, wow, wow. Also ich weiß, dass man beim Tauchen zum Beispiel auch mit dem Druck aufpassen muss, weil beim Auftauchen, ja. Genau, diese ganze Tiefe, die drückt ja dann auch auf den Körper. Ich glaube, bei 50, 54 Metern spürst du das ja auch schon langsam, ne? Körperlich nimmst du es nicht wahr, außer natürlich den Druckausgleich, den du in Ohren zum Beispiel, das kennt jeder aus dem Schwimmbad genau, zum Beispiel, wenn du abtauchst, genau, da musst du einen Druckausgleich machen. Das wird nicht heftiger, umso tiefer du gehst, sondern es fühlt sich genauso an wie oben. Okay, aber hast du nicht Schiss? Also jetzt mal ganz im Ernst, 10 Meter... Ab da siehst du in der Nordsee, Ostsee wahrscheinlich nichts mehr. Und dann gehst du aber nochmal 40 Meter tiefer, wo du schon weißt, okay, also keine Ahnung, wie machst du das? Du darfst kein Licht anschalten, weil sonst vielleicht eine Bombe hochgeht. Topfschlagen? Also ja, Topfschlagen macht man auch mit verbundenen Augen. Aber genau, genau, man muss das aber auch so sehen, es sind jetzt nicht so eine Minen, die du zum Beispiel an Land hast. Also diese Landminen, wie man das auch aus Film kennt, die man tritt zum Beispiel drauf und die explodieren. Mhm. Sowas liegt ja nicht unter Wasser, sondern das, wovon wir reden, ist wirklich, das kannst du dir vorstellen wie, ich sag mal, eine Regentonne, diese blauen, gefüllt mit Sprengstoff. Und dann hast du noch so eine Gerätesektion da dran, wo halt die ganze Elektronik drin steckt, damit das Teil mit Sensoren ausgestattet ist und überhaupt umsetzen kann. Es gibt welche, die auf Kontakt reagieren. Kennt man vielleicht aus so Filmen, diese Runden mit diesen mit den Stacheln nach oben. Ja. Das sind halt welche, da fährt ein Schiff gegen diese Stachel, sage ich jetzt einfach mal, die knicken um, je nachdem, was halt eingebaut ist, dann detoniert die Mine. Es gibt aber auch welche, die liegen einfach nur auf dem Grund und die reagieren dann auf die Magnetik oder die Wasserdruckveränderung, wenn das Schiff halt drüber fährt. Das gibt's auch. Oder Geräusche. Du kannst zum Beispiel, du könntest eine Mine auf ein bestimmtes Bootsgeräusch quasi einstellen. Das heißt, zweimal die AIDA fährt drüber, Kriegsschiff, nehmen wir. Und dann kommt die. Das ist halt auch möglich. Also da gibt's natürlich... Gerade die modernen Sachen, da sind keine Grenzen gesetzt, der Fantasie. Okay. Gerade wenn die jetzt was gefunden haben, dann geht es da noch weiter. Dann musst du ja nochmal einen Tauchgang machen, dass du diese Munition, wenn du sie vor Ort sprengen darfst, dass du sie auch vor Ort sprengst. Das heißt, du gehst mit Sprengstoff nochmal runter, legst das Zeug daneben. Da siehst du natürlich immer noch genauso wenig. Da fühlst du halt auch so. Also es klingt jetzt krasser, als es ist. Letzten Endes, du tauchst mit einem Sprengstoffpaket runter, was halt so, das sieht so grob aus wie so ein Geschenk, sag ich mal. Dann gehst halt runter, legst es daneben. Vielleicht richtest du es noch ein bisschen aus, dass die Sprengung auch gut aussieht, aber das ist so ein Goodie, was man machen kann. Und dann machst du das halt und dann gehst du hoch. Aber da denkst okay, du denkst über die Schritte nach. Du denkst jetzt nicht so in der Dunkelheit, okay, was könnte da kommen? Aber dafür bist du auch trainiert bei uns. Ne? Also okay, ich bin total gespannt auf die Meinung der Zuschauer, weil im Wasser waren die meisten. Ich hoffe, ihr könnt auch alle schwimmen. Aber Tauchen ist ja immer was Spezielles. Und manche machen das dann aber hobbyweise, so im Urlaub. Nur könnt ihr diesen Erzählungen halbwegs folgen, dass da sich jemand traut, ins tiefe Wasser zu gehen und dann dort im Dunkeln nach Sprengsätzen zu suchen und da dann irgendwie noch einen Sprengsatz anzubringen. Also ich finde das ist nicht so normal, wie du das so darstellst. Du sagst, ja, das ist ja ganz klar, dann gehen wir runter und müssen wir noch den Job fertig machen. Du legst einen Sprengsatz daneben. Woher weißt du denn so im Dunkeln, ich versuche mir das vorzustellen, du gehst da runter im Dunkeln, okay, du warst dann schon einmal da, dann weißt du ungefähr, wie sich alles anfühlt. Und legst du daneben den Sprengsatz. Wenn du das dann da angebracht hast und glaubst, dass der Sprengstoff, den du mitgebracht hast, am richtigen Ort ist, wann sprengst du das dann? Du musst ja selber weit genug weg sein. Sprengstoff hat eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit als jetzt Pyrotechnik. Also Pyrotechnik ist das, was ihr quasi in euren Silvesterraketen oder in Böllern drin habt. Und Sprengstoff ist dann halt wirklich, was anderes. Man merkt das auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Höhenfeuerwerk ist oder man hat Silvester, dann sieht man ja, man sieht das Licht.
Man hört den Knall, Feierabend. Wenn Sprengstoff im Spiel ist, dann hast du dann fühlst du das. Du fühlst diese Detonationswelle, die man aus Filmen kennt, ja. So diese Schockwelle. Das fühlst du und das merkst du auch im Wasser, wenn wir mit dem Schlauchboot da sind und du sprengst quasi, also das geht halt durch. Und auch an Bord, also auf dem Boot, auf den Kriegsschiffen, klingt das halt auch, als würdest du mit so einem Vorschlaghammer volles Ballett gegen so ein Blech hauen. Ne? Ach, nur die Druckwelle, okay, krass. Nur der Druck, der sich unter Wasser ausbreitet. Erstmal identifizierst du unten, das ist ja der Kernjob, ne? Du kriegst einen Kontakt, du guckst dir das an, okay, was habe ich da unten? Oder erfühlst es. Also es klingt jetzt komplizierter, als es ist. Du kriegst vorher teils auch Pläne, was kann in dem Gebiet vorher geworfen worden sein, jetzt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Es gibt so Minenverlegepläne teils. Dann weiß ich grob, da könnte das und das sein. Und dann gehst du halt runter, dann fühlst du und es gibt dann bei Minen Besonderheiten, dass du zum Beispiel irgendwelche Einbauschächte hast, wo du quasi deine Hand reinstecken könntest, wo dann irgendwelche Sicherungsmechanismen sind, die im Wasser beim Wurf wirken. Du erstellst quasi im Kopf echt ein gutes Bild von dem, was du da gerade anfasst. Und dann, wie gesagt, dann hast du identifiziert, dann weißt du, wo ist überhaupt der Sprengstoff in diesem Objekt. Dann bringst du den Sprengstoff halt an, du weißt, wo muss der jetzt hin, legst dieses Sprengstoffpaket, nehmen wir es jetzt einfach mal, legst du daneben und dann tauchst du wieder auf. Dann hast du eine Kabelverbindung nach oben, entweder hast du vielleicht eine Boje, wo du dann noch einen Empfänger dran hältst, dass du eine Fernzündung machen kannst über Funk. Okay. Dann fahren wir einfach mit dem Schlauchboot ein Stück weg, drücken einen Knopf und dann kommt das halt. Und seht ihr es noch explodieren. Genau, oder du machst es halt mit dem Kabel, das ist halt oldschool, ne? Dass du halt ein Kabel, dann hast du eine Kabelverbindung nach, also der Taucher taucht mit dem Sprengstoff ab, mit dem Kabel dann auch und der taucht auf, du weißt, das Paket liegt da, das versuchst du auch, teils geht es, teils nicht, versuchst du unter Wasser auch den Sprengstoff zu sichern, also irgendwo das Kabel zu befestigen, dass du es halt nicht, wenn Zug drauf kommt, nicht von dem Objekt wegziehst und dann einfach nur den Sprengstoff an sich hochjagst. Das bringt Genau. Ja. Und dann holst du alle Taucher wieder ins Boot rein, holst dir natürlich die ganzen Sicherheiten. Das macht dann meistens das Kriegsschiff, was in der Nähe ist. Man muss halt gucken, sind jetzt gerade noch andere Boote irgendwo, irgendwelche Segler, Touris, was weiß ich. Wo man gerade ist, genau. Und dann, wenn du das Go hast, dann kommt ein Countdown und dann ist es wirklich, ja, ich sag mal, wie in so Filmen, 3, 2, 1, und dann drückst du drauf und dann pfff. Wie viele Leute sind denn da unten zusammen? Einer. Alles klar. Ja. Ja, macht ja Sinn, weil wenn zwei runtergehen und das passiert, was hast du zwei verloren und nicht einen. Also ist das schon mal passiert, dass jemand gestorben ist? Nee. Bei gerade was Unterwassermunition angeht, haben wir noch keinen einzigen durch Unfälle mit Munition verloren. Mhm. Weder an Land noch unter Wasser. Was halt das eher gefährliche ist, dass genau wie du gesagt hast, durch die Druckänderung das, was mit deinem Körper da unten, also die Gase, je nachdem wie die Gase wirken, je nachdem wie du dann handelst, wenn du vielleicht eine Notfallsituation hast. Und da sind bei uns schon mal, das ist aber, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, da sind schon bei uns welche gestorben, aber nicht viele. Okay. Ja. Weil es halt klare Regeln gibt, wie man mit der Technik umgehen muss. Genau. Okay. Wow. Hast du denn kein mulmiges Gefühl, wenn du dann unten bist und weißt, okay, da liegt jetzt eine 80 Jahre alte Bombe vor mir und ich muss das Ding jetzt mit geschlossenen Augen praktisch prüfen, erfühlen? Hast du nicht irgendwo in dir dann Schiss, dass dich das in der nächsten Sekunde komplett zerfetzen könnte? Nee, spielen aber auch mehrere Aspekte rein. Also zum einen meine erste Begegnung mit der Mine, das war für mich so ein, wie soll ich sagen, das werde ich für mich nicht vergessen, weil da haben wir zum Beispiel den Länderräumdienst, also schweife ich mal ein bisschen aus, da haben wir den Länderräumdienst unterstützt. Wir hatten gesagt, da liegen Minen, die sind bearbeitet, euer Auftrag ist, da einen Hebeballon zu befestigen. Das heißt, die haben auch schon Stahlbänder quasi um diese Regentonne mit Sprengstoff, jetzt einfach mal banal gesagt, Stahlbänder drum gemacht. Mhm. Und wir sollten einfach nur gucken, sitzen die Stahlbänder richtig, ein Signal nach oben geben, dann wäre von oben ein Hebeballon gekommen. Und dann wurde mir halt gesagt, okay, Christian, du tauchst ab. Dann ist eine Grundmine da, da sind Stahlbänder dran. Okay, ich muss nur überprüfen, sind die Stahlbänder da? Und dann gebe ich ein Signal und dann kommt dieser Hebeballon. So, runtergetaucht. Also wir tauchen an so einem Seil runter und dann hast du einen Sinker unter Wasser, also ein 25 Kilo Bleigewicht. Eine Stelle war relativ rostig, dann dachte ich, da kurz mal gebuddelt. Ja, okay, das ist auf jeden Fall was Metallisches. Hängen keine Stahlbänder dran. Okay, ich gucke nochmal weiter, vielleicht ist noch ein anderer Kontakt. Kein anderer Kontakt da. Mhm, muss also der sein. GPS-Position war ziemlich genau. Wir haben unser Gewicht gut geworfen. Hin zu der Mine, erkannt, okay, jo, das ist eine Mine. So, mir hat halt vorher jemand gesagt, da sind Stahlbänder dran. So. Waren welche dran? Waren aber nicht zu sehen. Die wird in unserer Ausbildung gesagt, wir arbeiten, auch wenn wir vermessen, so quasi Armlängen und so. Wir arbeiten, wenn es die sich zulässt, ohne anfassen. Wenn mir aber jemand sagt, da sind zwei Stahlbänder dran und da liegt ein Objekt von mir und die sind da nicht, dann denke ich halt, okay, dann sind die vielleicht im Schlamm. Und letzten Endes hat es dazu geführt, weil ich wollte halt einen guten Tauchgang abliefern, habe ich das Ding komplett im Arm gehabt. Ne? Also wirklich draufgelegen und einmal drunter gepackt, den kompletten Schlamm aufgewühlt, um diese Stahlbänder zu finden. Nach 20 Minuten bin ich aufgetaucht und habe dann gesagt zu meinem Teamführer, hier, pass auf, es sind keine Stahlbänder dran. Ich habe das Ding komplett im Arm gehabt, ich lag da gefühlt drauf, also wirklich hat sich damit gekuschelt. Kein Scheiß.
Ich sag dir, da sind keine Stahlbänder dran. Okay, warte kurz. Länderräumdienst angefunkt. Der Taucher sagt, da sind keine Stahlbänder dran. Welcher Kontakt? Ja, wir prüfen das nochmal. Standby, kam ein Ding zurück. Ach so, nee, wir haben die falsche Koordinate gegeben, die ist noch nicht bearbeitet. Oh. So, und das ist dann halt für mich so gewesen, wo ich dann so im Schlauchwurzel war. Okay, fuck you, ernsthaft? So, und dann... Warte, weil das ja dann nicht so, also das ist zumindest nicht so gewollt, dass du das Ding dann so nah an dich ranlässt, ne? Nee, also das war dann vielleicht ein bisschen zu nah. Aber ja, da kommt wieder Faktor Nummer zwei, genau was du sagst. Die Sachen liegen da 70, 80 Jahre. Wir lernen immer, wir gehen da ran in dem Verständnis, okay, das ist ein scharfes Objekt, also es kann jederzeit zur Umsetzung kommen. Dementsprechend arbeiten wir da dran. Mhm. Durch diese Erfahrung, die ich da hatte, und wenn ich mal so gucke, ich fahre zum Beispiel ab und an mal Motorrad, meine Motorradbatterie muss ich so gefühlt alle 2 Jahre, muss ich mir eine neue holen, weil die platt ist. Kann auch an meiner Karre liegen, ich weiß es nicht, aber dann denke ich mir, das, und kann jetzt auch ein bisschen naiv sein natürlich, aber dann denke ich mir, wenn da unten eine Mine liegt, seit 70, 80 Jahren bei 4 Grad Wassertemperatur, ja, ist da noch Spannung auf der Batterie. Also wir gehen davon aus, dass es sein könnte, aber das ist für mich so diese Herangehensweise, wo ich denke, okay, safe, deshalb tauche ich mit einem guten Gefühl runter. Der dritte Aspekt ist aber auch, wenn ich weiß, was grob in dem Gebiet vermutet wird, zum Beispiel Grundminen, wo ich weiß, die reagieren auf Magnetik, tauche ich deutlich entspannter ab, als wenn ich weiß, da liegen Minen, die auf Kontakt, also diese mit den Stoßhörnern, die auf Kontakt reagieren. Dann gehe ich da auch nicht runter und also auch dieses Topschlagen. Ich bin jetzt nicht so unterwegs, ne? Also ja, das ist schon ein bisschen... Aber dann ganz, ganz ein bisschen, sachte. Genau, und wenn ich halt das kriege als Order, hier können Ankertau, also Ankertauminen heißen die, mit einer Kontaktauslösung liegen, dann bist du unten. Also da ist was, da sage ich dir auch, ganz ehrlich, da tauche ich auch anders. Da ist man vielleicht ein bisschen angespannt, aber bei Grundminen an sich. Okay. Christian, du hast schon gesagt, dass du mit der NATO dann unterwegs bist und dementsprechend auch international. Wie lange dauert so ein Einsatz dann? Es kommt immer darauf an, wie dieser NATO-Verband aufgestellt ist. Also früher war es so, wir wurden eingeschifft, also wir sind an Bord gegangen, dann war das meistens so für, ich sag mal, 2 bis 3 Wochen, teils mal 4, dann wurdest du wieder aus dem Einsatz rausgenommen, weil dieser NATO-Verband ist ja nicht nur da, um irgendwelche Minen zu beseitigen oder Kampfmittel, sondern die haben halt auch andere Aufgaben, die sie machen. Ne? Zum Beispiel, dass sie halt eine Übung machen mit dem Helikopter, wir zum Beispiel Leute aufnehmen von dem einen Schiff und auf dem anderen wieder absetzen. Und wir wurden dann immer nur für die Momente quasi, sind wir an Bord gegangen, wo es darum ging, okay, jetzt sind wirklich Tauchvorhaben oder Tauchmanöver, wo dann wirklich Minenjagd war. Dann sind wir an Bord gegangen. Da war es so 2, 3 Wochen, dann warst du 1, 2 Wochen warst du wieder in Eckernförde, hast dich sportlich fit gehalten, hast ein bisschen deine sozialen Kontakte gepflegt und dann bist du halt wieder weggeflogen für 3, 4 Wochen. Meine längste Tour an sich war, ich glaube, 9 Wochen. Aber 9 Wochen ist trotzdem echt eine Zeit. Wie ist es so mit Sozialleben dann parallel dazu? Hast du eine Partnerin? Nee. Ist gerade so ein bisschen in der Mache, deshalb, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird. Ich will mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Okay, dann drücken wir mal ganz fest die Daumen an der Stelle. Vielleicht ist es bis dahin ja schon vollbracht. Ich sag mal, ist in der Mache, ja. Also ich glaube, man muss dazu sagen, jetzt gerade in der Ausbilderposition, wo ich bin, habe ich nicht mehr so lange Touren. Das ist dann wirklich für die Minentaucher, die in der Minentaucherkompanie sind, die dann wirklich diese Einsätze fahren. Bei uns, wir sind halt dafür da, den Nachwuchs quasi auszubilden. Das heißt, wir haben auch Seefahrten, die sind aber... Da reden wir von 3 Wochen oder so. Okay. Also das ist nichts Dickes. Vorher, müsste ich jetzt einmal zurückgreifen, vorher war es so, als ich diese 9-Wochen-Tour hatte, ich war ewig lange Single. Also ich habe mir damals auch gesagt, als ich zum Bund gegangen bin, habe ich gesagt, okay, ich will die Ausbildung durchziehen. Habe damals auch, als ich mich dazu entschieden habe, mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht. Okay, krass. Genau, weil ich mir halt gesagt habe, okay, ich will emotional unabhängig sein und will halt mich darauf fokussieren. Dann war ich als Single in dieser Einsatzkompanie und dann habe ich es halt einfach gefeiert. Also mein Vorgesetzter ist auf mich zugekommen, hat gesagt, hier, häufig ist das auch mal, es fällt ja auch mal irgendwer aus, keine Ahnung, bricht sich das Knie oder so. Ja, dann muss halt irgendwo im Worst Case und dann klar, muss man, was halt so geschieht, ne? Was halt so ein Fiumfall oder so ist, ne? Okay. Genau. Ja. Und dann muss man halt irgendwo einspringen. Und dann war es bei mir so, dass ich halt sogenannter Springer war, weil die Leute halt wussten, okay, ich bin Single, ich habe keine Kinder irgendwo, ich habe keine Verantwortung. Natürlich, dann nehmt lieber mich, anstatt dass ihr jetzt irgendwelche nehmt, die, keine Ahnung, 2 Kinder zu Hause sitzen habt. Ja. Da hat es mir überhaupt nichts ausgemacht. Also ich habe es echt gefeiert, wenn mir eine Tour, also ich nenne es einfach mal eine Tour, gegeben wurde oder eine Seefahrt, habe ich halt vorher nur gefragt, okay, welche Häfen, weil ich will halt was von der Welt sehen und habe dann gesagt, okay, geil, ich mach's. So, aber für die Leute jetzt, wenn... Nee, oh Mann, ich wäre jetzt mit dem Mädel zusammen. Nehmen wir es mal an, dann, es klappt. Genau, dann... Klar, das ist natürlich erstmal, das macht natürlich nicht jede mit, ne? Das merkst du auch bei uns. Ich sag mal, die Scheidungsrate, die ist jetzt nicht so gering, ne? Also, ach, krass. Genau, aber ich denke, das ist beim Militär generell auch die Heeressoldaten, die halt auch in Landeinsätze gehen, wie Afghanistan, die sind ja noch länger weg, ne? Ja. Das muss man da auch mal so sehen. Ja, aber das ist schon eine Belastung, die dann auch mitschwingt. Also, das ist eine aktive Entscheidung, ne? Du hast deine damalige Freundin verlassen für diesen Job und, ja.
Das muss eine Familie auch erstmal mittragen können oder mittragen wollen. Und das muss man sich vorher überlegen, ganz klar. Und wäre es dir dein Leben wert, wenn du dann bei so einem Einsatz sterben würdest? Boah, das ist eine gute Frage. Du trägst das Wappen und tust das. Also ich weiß, wofür ich unterschrieben habe. Natürlich würdest du in dem Moment, wenn du überlegst, okay, ich würde jetzt, man kann jetzt nicht sagen, ich gehe an die Ostfront oder so, sondern das wäre in unserem Fall, wie gesagt, Minen beseitigen. Natürlich ist mir klar, da taucht der Tod quasi auch immer mit. Wenn da was passiert, dann ist das meine Wahl, die ich getroffen habe. Ne? Ich glaube, das Gute ist bei den Minen, das sage ich dir ganz ehrlich, das war für mich immer so eine Herangehensweise, gerade als ich jung war in dem Job oder als ich halt angefangen habe, als ich noch frisch war. So, da habe ich halt meinen Eltern irgendwann mal einen Brief geschrieben und habe mich halt für alles bedankt, wofür ich dankbar bin. So, weil ich einfach für mich gesagt habe, wenn mal irgendwas passiert, im Worst Case, was ich für unwahrscheinlich halte, aber wenn da eine Mine unter Wasser hochgeht, dann habe ich halt, in dem Moment kannst du eh nichts mehr machen. Mein Ausbilder hat immer gesagt, es wird einmal ganz kurz hell und dann wird es lange dunkel. So, also du kriegst es nicht mit, wenn sowas vor dir kommt. Und das war für mich das, wo ich gesagt habe, okay, ich will auf jeden Fall, wenn ich gehe, wenn sowas im Worst Case passiert, will ich safe sein mit meiner Familie. So, und deshalb habe ich meinen Eltern diesen Brief geschrieben, um einfach da Klarheit zu haben, dass ich weiß, okay, du gehst mit einem guten, in Anführungsstrichen, klingt jetzt krass, aber mit einem guten Gewissen quasi raus. Ich glaube, wenn du in dem, sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, keine Ahnung, wir haben ja auch Landeinsätze, du bist aus Versehen gerade in ein Minenfeld reingelaufen, hast dir gerade das, keine Ahnung, dir jetzt gerade ein Bein weggesprengt und du merkst selber, das wird nichts mehr. Ich glaube, dann würde ich mich schon im letzten Moment noch fragen, scheiße, was ist das überhaupt wert? Aber aus diesem Überlebensinstinkt, den jeder Mensch hat, oder? Ja, klar. Ja. Okay. Ja, wow. Ja, ich finde es krass, dass du mit dem Brief, das zeigt, dass du dich selber mit diesem Thema schon auseinandergesetzt hast. Ja. Aber das sind so Gedanken, die bei mir so nach und nach jetzt kommen, wenn ich so mehr und mehr verstehe, auch über deinen Job und eventuelle Risiken, die vielleicht mal kommen könnten, weil Bundeswehr ist zunächst mal zur Verteidigung gedacht. Und ja, wir drücken, glaube ich, alle die Daumen, dass es dabei bleibt, dass du einfach nur in ruhigen Gewässern ein paar Minen suchst. Du hast gerade erwähnt, dass du selber jetzt Ausbilder bist. Wie viele Minentaucher gibt es überhaupt? Man darf jetzt so, ich sag mal, man kann keine konkrete Aussage machen, weil wir natürlich auch eine Einsatzeinheit sind, um die Leute auch so ein bisschen zu schützen. Aber ich sag mal, irgendwo knapp unter 100 kann man so, ich sag mal, zwischen 50 und 100, das ist sehr... Okay, so ein richtig elitärer Kreis sogar? Ja, definitiv, ja. Okay. Gibt es auch Frauen unter euch? Nee, Frauen haben es noch nicht geschafft. Dürfen nicht? Dürfen, aber ich glaube, es haben sich bisher, ich weiß gar nicht, 2 beworben. Jetzt, glaube ich, ist gerade eine in Anführungsstrichen in der Pipeline. Also eine soll irgendwie, ist jetzt so das Gerücht, die soll kommen. Da spricht sie natürlich auch immer rum, ohne Frau will zu den Minentauchern. Ich werde da häufig von Frauen auch drauf angesprochen. So, ja, gibt es denn eigentlich Frauen bei euch? Und dann heißt es halt schnell so, ja, okay, ist ja, ja, ihr habt keine Frauen, weil es so eine Macho-Schiene ist. Nee, das hätte ich, also Frauen gibt es ja im Militär grundsätzlich jetzt schon immer. Genau, immer aber mehr. Gerade in den spezielleren Einheiten hast du es weniger, ne? Okay, aber, und warum bei euch nicht? Du musst halt überlegen, okay, was ist jetzt gerade der Job? Also unser, wie ich es ja beschrieben hatte, du tauchst nach Minen. Bei relativ schlechten Bedingungen tauchst du in irgendeiner Tiefe nach Minen. Da musst du halt erstmal als Person auch gucken, okay, hast du als Person überhaupt Bock darauf, diesen Job zu machen? Und der kann bei einem paar verrückten Kerlen, ist das vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausgeprägt, diese Abenteuerlust. Aber ich glaube, das wird bei Frauen, würde ich jetzt einfach mal... Gibt auch verrückte Frauen. Ja, aber ich glaube, also wäre jetzt einfach mal eine Unterstellung. Also meine Meinung, ich glaube, das ist bei weniger Frauen hätten auf diesen Job überhaupt Bock. Okay, ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt auf die Straße gehst, 100 Männer fragst und 100 Frauen fragst, kann ich mir gut vorstellen, dass es stimmt. Ja. Ich meine aber eher, dass wenn du dann da doch ein paar Frauen hast, die sagen so, ja, hätte ich voll Bock drauf. Warum hat sich jetzt, also vom Job her, warum hat sich jetzt noch keine da verlaufen? Ist der Test zu schwierig? Oder, also weil dass Frauen tendenziell dann physisch unterlegen sind, weil ihr seid dann meistens nochmal 10, 15 Zentimeter größer, wiegt einfach vielleicht ein bisschen mehr. Sind das Dinge, die eine Rolle spielen? Ich glaube, das Gewicht oder halt auch schon dein Körperbau spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich glaube gar nicht mal, dass die Frauen da unterlegen sind. Weil, also ich vergleiche das immer mal, ich sage zu Kollegen zum Beispiel auch, wenn du jetzt diese Crossfitterin, also die halt wirklich muskelbeladen sind, die diese Cross, so, wenn du die Komponente hast, also wirklich so krass gebaut bist und dann gleichzeitig noch also dich im Wasser wohlfühlst, Luft anhalten kannst, unter Wasser ruhig bist, dann wäre das eine Komponente, wo ich sagen würde, ja, also den Frauen, sage ich dir ganz ehrlich, traue ich absolut zu, dass die unseren Job machen können. Okay. Das Problem ist halt, wenn du jetzt selber, ich sag mal, ein, weiß ich nicht, 50 Kilo zierliches Mädel bist, dann sieht es halt eher so aus, dass das Tauchgerät mit dir tauchen geht, anstatt dass du mit dem Tauchgerät tauchen gehst. Ach, das wiegt das so genau, viel? Genau, also unsere Ausrüstung wiegt so bummelig, mit unserem Hauptgerät bist du so bei knapp 60 Kilo, ja. Wow,
genau. Wow, also du merkst okay, es, okay. Ja, unter Wasser merkst du es nicht, aber an Land halt, ne? Und das ist, genau. Ja, gut, aber das ist anständig. Und du musst das ja, und du sagst, du merkst es nicht, du musst es ja auch durch die Gegend ziehen, ja. So unter ja. Wasser. Okay, das macht Sinn. Aber vielleicht ist da draußen ja genau diese Crossfitterin, die sich gerade noch einen Job sucht. Und sie könnte die Erste werden. Sie könnte die Erste werden, ja. Und die Tür steht offen, so klingt das ja. Ja, definitiv, ja. Okay, ja, ich fände es mega cool. Christian, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was würdest du jemandem da draußen raten, der sich denkt, boah, das klingt so geil, ich will morgen bei euch anfangen. Also man muss bei uns ganz ehrlich sein, 80% der Leute bei uns fallen durch, weil die Anforderungen so hoch sind. Aber wenn du der Meinung bist, du bist sportlich, echt fit und du fühlst dich im Wasser wohl, und damit meine ich nicht nur schwimmen, sondern auch mal, wenn es dunkel ist und wenn vielleicht du die Luft anhalten musst oder die Luft mal ein bisschen knapp wird, dann versuch's gerne bei uns. Okay. Ja, klingt motivierend und gleichzeitig aber auch sehr realistisch. 80% schaffen es nicht. Und ja, überlegt euch einfach gut, ob ihr Bock habt, an Minen rumzuspielen. Ich kann mir vorstellen, mit deiner Vergangenheit, dem, was deine Eltern auch gesagt haben, das ergibt ja irgendwo auch Sinn, dass du dann irgendwo da gelandet bist. Aber ja, ich bin gespannt, wohin es dich noch verschlägt auf dieser Welt. Und vielleicht berichtest du mir ja beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, dass das erste Mädel bei euch eingestiegen ist. Das fände ich, fänd ich cool. Ihr seid herzlich eingeladen, weiter Fragen in die Kommentare zu stellen, denn Christian ist nicht aus der Welt, also wahrscheinlich jetzt doch erstmal, er ist ja viel unterwegs, aber ich werde ihn mit Sicherheit auch nochmal bekommen, um eure Fragen dann zu stellen, also schreibt alles unten rein. Und ansonsten, Christian, sind hier noch 2 Videos eingeblendet, da können die Zuschauer sich was aussuchen, ja. Aber ich danke dir erstmal, dass du hergekommen bist, es war sehr stark. Mein Lieber, ich danke dir. Sehr interessant. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Du, gerne. Hodio. Hodio, Freunde.